Herzlich willkommen zu Guts and Glory. Ja, schönen guten Tag, Einleitung, bla 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 bla. Willkommen, Freunde, zurück. Was machen wir heute Feines? Heute gab es nicht so viele Maps, beziehungsweise gestern eine kam. Hier nochmal für die Freunde des guten Geschmacks. Community Tracks. So, jetzt, nein, die nordkoreanische Grenze werde ich niemals wieder fahren. Es ist früh am Morgen. Die Folge wird, boah, ich weiß nicht. So in einer Stunde bestimmt, in der Stunde wird sie wahrscheinlich schon geliefert sein. Das heißt, Vorsicht, Freunde, wenn ihr euren Daumen da reinsteckt, das Ding ist noch heiß. Okay, auf Wunsch eines Zuschauers von Kreis Lukalo, created by XXQ Player. Der unkomplizierteste Name auf YouTube. Nein, es gibt noch schlimmere. Okay. Worauf müssen wir uns gefasst machen bei deinen Maps? Minen, fies platzierte Spawn-Trapper. Okay, die Youngs. Priscilla! Jetzt gibt's Vollgas! Vollgas, Priscilla! Oh, 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 oh. Das ist ja... Also, oh, 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 oh. Für einen Alteingesessenen wie mich. So, Priscilla! Priscilla, kannst du mir einen Gefallen tun? Da lag da eine dreckige Drecksmine. Was? Na klar, weißt du, den Sega-Angriff. 35.000 Pfeile, Bälle, alles überlebte. Aber dann... Oh, oh. Priscilla, wir haben ein Problem. Ah, das ist ein Leasingwagen. Diese Lackschäden, die kriege ich nie wieder raus. So. Heul da mal nicht rum. Da wir haben Obama angefahren, glaube ich. Jetzt müssen wir nach da. Oh. Leute, ich kann nichts dafür. Manchmal ist die Schmach natürlich groß auf meiner Seite. Yeah. See me rolling and I hate it. Mr. Young ist der coolste Typ der Town. Oh Gott, okay. Oh. Manchmal übersehe ich coole, lustige, tolle Easter Eggs, aber da kann ich nichts für. Ich muss mich konzentrieren. Diese Map ist gewidmet an seinen Bro, Luca Low. Yeah, okay. Oh, oh, das war ein Quickie-Ding. Hey, Frau, ich habe gesagt, den Ball darfst du nicht mitnehmen. Wir verlieren... Ich glaube, wir verlieren Treibstoff. Wir verlieren Treibstoff. Ach. Freunde, Samstagmorgen, ne? Wisst ihr Bescheid? Da. Okay. Wechselt niemals diesen Soundtrack. Der ist einfach super toll. Ich will den in jedem Spiel haben. Die Mega-Rampe. Ramp Victory. Go fast, but not too fast, because you might overshot. But if you go slow, you may just end up being stabbed by spikes. Nobody want to step by spikes? Ich weiß nicht, was in dem Ding hier schon alles drin hängt, Leute, ne? Oh, alles können wir fahren! Die Mega-Rampe! Wo ist denn diese Mega-Rampe, von der alle sprechen? Alois! Alois, Vorsicht, okay? Alois! Was? Also, okay, das könnte jetzt schon ein bisschen besser werden. 600 Meter noch bis zum Ziel. Oh, Alois, wo willst du denn hin? Ach du Fuck. Okay, we're going to step by spikes. Oh, stocksteif. Sofort Totenstarre. Fuck hier, Starre. Da hinten liegen meine Arme. Ich habe keine Arme mehr. Mann, Mann, das ist ein bisschen über Jesus. Mhm. Okay, die Mega-Rampe. Also warte, ich mache jetzt Vollgas. Von Anfang an gebe ich Vollgas. Oh, das ist jetzt gerade schlecht, was du hier machst. Das ist blöd. Alles, haut die fest. Jetzt geht's. Oh, jetzt geht's nicht. Okay, 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 Leute. Wir machen das. Konzentration. Und jetzt. Jetzt mit dem Hinterreifen. Ich muss an Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt holen wir uns hier. Aber diese eine Turbo... Also, das mit dem Fahrrad reicht das dann nicht. Alois, jetzt winkst du mal die Letten. Okay. Nee, nein. Das ist nicht schaffbar. Das ist nicht schaffbar. Heb den Arm. Alois, welcher Kopf ist meiner? Oh, wir verlieren Luft, hast du es gehört? Das Fahrrad ist kaputt. Das ist jetzt natürlich schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich versuch's mal mit dem Auto. Oder versuch es mal mit... Okay, wir machen es jetzt. Vorsicht. Warte. Halt deinen Kram bei der Hand. Jawohl. 180 Spin. Und jetzt nochmal mit dem Schlackerreifen hinten. Ich hab den Turbo nicht... Oh Gott. Ich muss nochmal gucken. Das war nicht so einfach.
Wozu sind diese zwei Rampen da rechts? Die sind doch fake, oder? Fake-Rampen! Lass dich nicht davon beeinflussen, Earl! Yeah! Und... Oh! Was für ein Absprung. Was für ein Absprung. Aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Oh, ich hab mir wehgetan. Ich glaube, ich brauche einen Schluck was zu trinken, bitte. So, jetzt kriegst du es. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen zuversichtlich sein, Leute. Zuversicht. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ach, Leute. Ich sag's euch, an so einem verregneten Tag ist bei euch das Wetter auch plötzlich so umgeschlagen. Alter Schwede, ich sag's euch. Gestern Sunshine, alles war gut, ey. Ich dachte, ich geh in Eis schlecken. Und heute... Kannst du vergessen. Nee. Ich glaube, hier kann nur noch einer. Hier kann nur noch einer den Tag retten. Die Jungs! Priscilla! Heute zeige ich dir, wie man die Frühlingssäulen ziemlich schnell ausliefert. Das ist nicht rassistisch. Das ist ein reines Klischee. Priscilla! Freiheit! Tö. Freiheit, tö. Okay. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen mehr Gas. Ja, dann machen wir hier so eine schöne Punktlandung, aber ganz genau aufs Gemüt. Jetzt und... Oh, das ist ein schöner Absprung gewesen. Schöner Absprung. Overdosed. Nein. Oh. Boah. Ey. Die Karte zählt als geschafft. Offiziell. Die ist offiziell geschafft, die Karte. Das war ja... Also, punktlanderischer geht's ja gar nicht mehr. Weißt du, ich bin losgefahren, ja, da bin ich abgesprungen, da habe ich genau gezählt, ja, und in mir mein Gefühl, das war schon super. Im Flug habe ich schon gesehen, oh, da ist ein super Loch, da müssen wir rein. Und wenn ich ein Loch sehe, dann muss ich, nein, das geht gar nicht anders. Aber keine Aggression, natürlich ganz gently, ganz vorsichtig. Da müssen wir aufpassen, dass so nichts passiert. Don't look down, das habe ich auch schon geschafft, aber keine Zeit angezeigt. Kill your boss! Ever wanted to murder somebody? No? Oh well, now you can thanks to the addition of NPCs! Push your stupid idiot baby killing eating boss out of... overly tall building! Okay, bla 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 yourself. Also, in dieser Firma werden Babys gegessen! Alles! We kill babies and eat them industries! Das ist eine Firma, die habe ich selbst gegründet! Das war aber jetzt schon ein bisschen Ignaz-mäßig. Meine Lieblingsfirma, hä? Oh. Das wird nix. Ruckeln. Ah! Dann noch an dieser verklinkerten Wand. Boah! Ich hatte auch mal so einen kleinen Accident. Da bin ich an so einer verklinkerten Wand leicht mit der Stirn lang geschrappt. Oh Mann, da habe ich mir richtig die Fratze aufgerissen. Das war nicht schön. Das war echt nicht schön. So, jetzt fahre ich mal hier dran vorbei. So, nur weil sie Babys essen, muss ich sie ja nicht umbringen. Vielleicht ist das Tradition. Vielleicht gibt es Länder... Nee, das schaffe ich nicht. Vielleicht gibt es Länder, in denen ist es ganz normal, Babys zu essen. Ich meine, es gibt Länder, da isst man Meerschweinchen. Und das ist ja auch nicht cool eigentlich. Ich hatte mal ein Meerschweinchen. Boom! Boah, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Und das hatte mal den Hasen von meiner Schwester gebissen. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwas sagen wollte. Es war auf jeden Fall Meerschweinchen aus der Hölle. Nein. Ich habe die Hecke angepeilt, aber aus der Höhe weiß ich nicht, ob so ein Schwarzbärbusch, ob der da irgendwie helfen kann. Was? Hey, Alter. Wow, das war mal ein skilliger Move, Alter. An der Wand entlang gefahren. Geile Scheiße. Richtig geile Scheiße. Guck mal, wir machen das jetzt. 13 ist nicht... Nein, 16. 16 km/h. Vorbei an der brasilianischen Liebeskugelschleuder. Du kommst da auch nicht. Du musst in dem Loch landen. 11. Machen wir es mal mit 11. 10. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Aua! Ja. Oh!
Ach, ja, ja. Eigentlich müsste jetzt draußen der Himmel, müsste sich auftun, bam, und eine Sonnenstrahlen, weiter weiß ich nicht, weil den Satz habe ich versaut. Leute, tut mir leid, ein Sonnenstrahl müsste sich auftun, auf dieses Fenster dort oben scheinen und sagen, los, komm, ich nehme dich auf, in das Reich des oberen Skill-Managements. So, das Treehouse, so large level about. Descending down a massive treehouse. Experience treehouse mazes, tricky obstacles between branches and a lot of fun. Ja, das klingt doch geil. Klingt auf jeden Fall wie eine Sendung zur Primetime. Ja, dort nehme ich doch. Ist doch ganz klar, Alois. So, jetzt winkst du mal den Leuten, ey. So. Also bis jetzt... Oh. Ich glaube, bis jetzt war es einfach und dann wäre ich fast... An dieser scheiß Türkante. Boah, da bin ich neulich auch. Wir haben so an diesen, zwischen den Türen, ne? Also wenn du jetzt so von Flur in Küche gehst, das ist halt da, wo die Tür ist, diese, wie heißt das, Türzarge oder was, die ist halt ein bisschen höher, die ist so erhöht. Und irgendwie habe ich dann meinen Schlaganfallfuß nicht richtig hochgehoben, ja, weil ich natürlich laufe wie ein alter Mann. Oh, boah, und da bin ich so drüber gestreift und, oh, zack, Alter. Und hat es mir so die Zehen eingeknickt. Es hat so wehgetan. Oder kennt ihr das, wenn man so voller Elan eine Tür aufmacht und dann mit seiner geistigen Behinderung irgendwie nicht ganz hinterherkommt und, ja, die Tür aufreißt und sich dann die Zehen darunter klemmt? Oder ein Zeh, der kleine, ist am allerschlimmsten. Oh mein Gott. Wegen sowas hatte ich keinen Witz, einen Zeh schon mal gebrochen. Ja, es ist lange her. Ich bin ein alter Mann. Ich war im Krieg. Aber, wir machen das. Hey, Silla! Frau! Was machen Sie hier? Alois, schlag die Frau. So, Alois. Oh. Alois, das war nicht okay. Das war nicht okay. Warte mal, jetzt ist mir irgendwie... Wie komme ich hier wieder raus? Fällt einfach runter. Ich spring vom Fahrrad. So, versuchen wir nochmal. Alois, mein Freund. Du weißt genau... Wie lange ich schon hier auf dich gewartet habe. So, wir müssen hier links. Auch wenn mir das gegen meine Natur widerspricht. Hier dürfen wir wieder rechts. Oh, ein Riesenspaß, Alois. Spaß. Oh. Und das nicht, weil er so wenig Geld ausgibt. Nein, weil sein Leben voller Spaß ist. Ja, das ist ja wohl... Also, eigentlich war es viel einfacher. Okay, jetzt fahren wir hier raus. Aus diesem Treehaus. Dieses braune Haus. Voller Holz, voller Scham. Hier, Alois, in dieser Ecke verlor ich meine Unschuld. Da vorne, dort fummelte ich sehr, sehr viel. Sehr viel, aber nicht mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Auch wenn ich tendenziell nichts dagegen hab. Aber es hat sich einfach nicht ergeben. Oh. Alois! Oh! Ich hab die Moves, Suckers! Kriegst du niemals hin! Oh. Alois, ich hab mir wehgetan. Kannst du mir mal ein Pflaster bringen, bitte? Bringst du mir mal ein Pflaster aus der Küche? Was ist ein Pflaster? Das darfst du nicht wissen. Pflaster sind was für Vaginas. Wenn Frauen ihre Periode haben, kleben sie ein Pflaster auf ihre Vagina. Okay. Oh! Das war jetzt unfair. Das war jetzt unfair. Aber ihr wisst, die meisten Unfälle passieren im Alltag, im Haushalt. So, so, schneller, schneller, berühr das Ding. Oh, Kakaloch. Entschuldigung. So. Schimpfwörter, Tourette. Ach, da war ich schon zu weit. Kennt ihr das, wenn man so nicht weiß? Vor, zurück, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt? Und dann steht man wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und, naja, nichts weiter passiert, außer, dass man rumsteht und stirbt. Also, ich kenne das nicht, dass man stirbt. Das ist mir jetzt so noch nicht passiert. Nicht im echten Leben. Oder? Nein, ich habe noch keine Nahtod oder irgendwelche... Mein Körper verlässt meine Seele Erfahrung. Zumindest nicht auf dem Level. Okay. Schön vorsichtig. Alois, jetzt cremst du mal. Hey, die Sonne scheint. Dann geht's ab. Jetzt machen wir hier so einen kleinen Bunny-Hoppel. Poppel-di-Poppel. Dann hier, zack. Jawohl, Checkpoint gelutscht. Registriert. Und ab dafür! Ich... Heck...
nice. Nices Baumhaus. Ist eine geile Karte. Oh. Okay, okay. Oh. Vorsicht! Vorsicht! Oh. Wir machen das. Wir machen das. Ups. Oh. Oh. Obstacles. Er hat nicht zu viel versprochen. Ah! Ah! Okay, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Alois, wink den Leuten noch ein letztes Mal. Boah. Glaubt ihr, man würde wirklich so zerfetzen aus der Höhe? So richtig platsch. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das. Halt dich fest! Oh. Ich habe es noch nie gesehen, dass das jemand so macht. Ich habe ja neulich eine tolle Story vom Nachbarsjungen erzählt, ja. Falls ihr es nicht gehört habt, schaut euch die letzte Folge nochmal an. Was da so passiert ist, ja, im illustren Spiel mit einem Schweizer Taschenmesser. Und da seht ihr es, weißt du, die Schweizer, ja, die entwickeln Taschenmesser, damit wir uns selbst verletzen. Und dann irgendwann sind wir alle tot und sie können einfach unser Land besetzen. Ja, so läuft das. Nee, aber wir haben mal so ein Staubsaugerrohr genommen, ein altes Staubsaugerrohr, haben das in den Rasen gesteckt und haben unten Böller reingesteckt, ja. Auf diesen Böller haben wir einen Ball, der ziemlich gut in dieses Staubsaugerrohr gefittet hat, gesteckt. Und auf den Ball haben wir eine Actionfigur gesteckt. Naja, und dann, ich kann euch die Narbe leider nicht zeigen, die ist unter den restlichen Haaren. Irgendwann in ein paar Jahren kann ich euch die bestimmt zeigen. Wo wir halt jetzt mal beim letzten Mal schon beim Thema Selbstverletzung waren. So, da haben wir so eine Actionfigur. Damals gab es noch so Action Man, aber das war so ein kleiner Action Man. Nicht einer von den großen. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Und den, hier um die Ecke, den haben wir dann da oben drauf gesteckt. Naja, und der hat dann ordentlich Feuer gemacht. Mein Nachbar, muss ich sagen, zu der Zeit, wir waren 12, 13. Also es war jetzt schon wieder ein paar Jahre später. Und wir haben aus simplen Dingen, die man in der Apotheke bekommt, teilweise ziemlich hohe Sprengwirkung erzielt, möchte ich mal so sagen. Heute ist es nicht mehr so einfach, Freunde. Damals konntest du im Internet in irgendwelchen Foren ohne Probleme. Ach, schau mal hier, ich habe ordentlich Schwarzpulver gemixt. Weißt du, heute googelst du danach einmal, da räumen die dir die Bude aus sofort. Ist ja auch, naja, verständlich. Naja, egal, zurück zu lustigen Dingen. Und auf jeden Fall haben wir dann ein kleines Päckchen mit einer etwas höheren Sprengwirkung gebastelt. Naja, und dieser Actionman ist echt abgehoben, der ist ordentlich abgehoben. Allerdings, alles, was abhebt, wie ihr wisst, kommt halt auch gerne mal wieder zurück. Naja, und ich habe mir so gedacht, in dem Moment, was vielleicht sogar gar nicht so schlecht war, habe ich mir gedacht, wo ist denn dieser Ball? Und habe so nach unten, so suchend halt rumgeschaut, wo dieser Ball ist und BAM! Da hat das gescheppert, ohne Scheiß, da habe ich richtig Sterne gesehen. Also ich habe häufig meinen Kopf verletzt in den letzten Jahren. Merkt man jetzt nicht mehr unbedingt, aber es kam echt häufig vor. Ist auch mal so ein Garagentor. Ich weiß nicht, ob das Schicksal mich gehasst hat. Da ist Garagentor so halb offen nur gewesen. Also wir haben es halt so ein Stück aufgemacht, damit wir halt unten durch können und in die Garage, um Kram rauszuholen. Naja, und irgendwie hat es dann so einen Satz gegeben. Es hat einmal so dumm, es hat echt einmal so runtergefedert. Keiner weiß genau warum. Es ist wahrscheinlich durchgerostet gewesen oder sonstiges. Naja, da ist mir das genau mit der Kante oben auf den Schädel, hier vorne irgendwo. Nee, gar nicht, Moment, warte mal. Auf der linken Seite war es, hier oben. Und, naja, und ist mir dann ordentlich aufs Nüsschen geknallt. Jetzt schauen wir uns mal dieses schöne Baumhaus an. Na, kann man nicht, Kamera kann man nur links, rechts drehen. Naja, und dann ist mir das ordentlich aufs Nüsschen geknallt. Boah, und da ist richtig mit jedem Herzschlag, wirklich, ohne Scheiß, mit jedem Herzschlag hat es richtig so kam immer so Blut rausgespritzt. Da bin ich tagelang mit so einem Verbandsturban. Verbandturban? Mit verbundenem Kopf. Im Stile eines wunderschönen Turbans. Bin ich dann tagelang durch die Gegend gelaufen. Und lauf mal als. Wie alt war ich da? Keine Ahnung. 10, 11. Lauf mal als 10, 11-Jähriger tagelang mit einem Turban-ähnlichem Ding durch den. Die hätten mich heute. Hätten mich direkt festgenommen. Heutzutage wirst du direkt festgenommen. Ich habe eine Verletzung am Kopf. Ja, genau, runter auf den Boden. Los, wir tasern ihn, damit er sich nicht wehren kann. Aber ich habe mir wehgetan. Ja, genau. Seht ihr, er hat's gesagt. Er wollte anderen Leuten wehtun. Sperrt ihn ein. Oh. 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 Alois. Freiheit. Freiheit. Oh. Brems. Ah, fuck. Okay. Aber die können wir noch machen. Die schaffen wir noch. Easy. Is it going?
Okay. Hier geht's auch bergab. Ich habe das gar nicht so. Ich habe das perspektivisch gerade überhaupt gar nicht gecheckert. Okay, hier easy, easy, easy. Und Exzellente! Oh, mein Reichswildfahrer, da konntet ihr es noch einmal sehen. Ah, Freunde, gut, ich denke, die Zeit für heute. Die Zeit für heute ist um. Aber es gibt eine Zeit. Ungefähr gegen 5.45 Uhr. Da werde ich wieder anfangen zu radeln. Postapokalyptik City. Aber das wäre jetzt zu lang, Freunde. Denn der Papa hat noch viele Dinge heute zu tun. Heute ist Samstag und ihr wisst, das ist eigentlich Familientag, aber die machen gerade alle Hayabubu irgendwie. Ihr zweites Nickerchen. Keine Ahnung. Na. Und wenn ihr mir folgen wollt, müsst ihr wissen, wie ich von hinten aussehe. Und wenn es euch gefallen hat, müsst ihr euren Daumen reinstecken. Und wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr euren Daumen rausziehen. Aus euren Arschlöchern. Also, seid nicht so verklemmt, habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.